Du hast eine ISG-Blockade, hinten tut's weh. Ich empfehle dir das, probier das mal aus. Nimm irgendeinen Tisch, einen Stuhl der geeigneten Höhe und leg die betroffene Seite, also das betroffene Bein der betroffenen Seite, leg das auf diese Fläche drauf. Dann machst du dich im Rücken ganz gerade, gehst ins Hohlkreuz sozusagen, absichtlich jetzt. Normalerweise wollen wir das nicht, aber jetzt ist es gut. Und dann gehst du im Hohlkreuz mit dem Bauchnabel nach vorne. Und dann variierst du deinen Rumpf nach rechts, nach links und wartest und suchst genau den Schmerz hinten am Gesäß, im Gesäß. Und wenn du diesen Punkt gefunden hast, wo das am meisten zieht, dann dehnst du da vorsichtig immer weiter nach vorne rein. Bleibst in einer Intensität, die du gerade noch ertragen kannst, für 2 bis 2,5 Minuten. Gehst dann raus, schlenkerst die Beine und freu dich über das Ergebnis.